Sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen, liebe Schweriner und liebe Landsleute, zum Feierabend kommen die Tourismusanträge. Eben war einer, jetzt kommt der nächste. Ja, am vergangenen Sonntag war der Tag des UNESCO-Weltkulturerbes, so wie jedes Jahr am ersten Sonntag im Juni. In den meisten der 46 Welterbestätten in Deutschland wurden kleine Aktionen geplant. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass sich die Stadt hier ein bisschen ins Zeug legt, die Stadt Schwerin, und eine kleine Überraschung veranstaltet. Leider ist da rein gar nichts passiert. Aber nicht nur in Schwerin, sondern auch in ganz MV ist an dem Tag nicht viel passiert. In Zino wurde immerhin eine Wanderung veranstaltet bei den Buchenwäldern. Also wir stellen fest, dass man sich zwar darum bemühte, einen UNESCO-Status zu erreichen, aber man füllt es nicht mit Leben. Keine Aktion in Wismar, keine in Stralsund. Und in Schwerin passierte auch nichts. Da fragt man sich, ob dieser Landesregierung überhaupt irgendwie Interesse an unserem Welterbe vorhanden ist. Auf dem Papier rühmt man sich ja damit. In der Antwort auf die kleine Anfrage meines Kollegen de Jesus Fernandez in der Drucksache 7/5805 steht drin, wer alles das Welterbe begleitet. Das ist einmal die Geschäftsstelle des Wissenschaftlichen Beirates zur Schweriner Welterbebewerbung, dann die Ministerin mit ihrer großen Staatskanzlei, das Bildungsministerium, das Finanzministerium, das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, die staatlichen Schlösser, Museen und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern. All diese Teilnehmer seien in der Arbeitsgruppe zur Begleitung von Welterbebewerbungen vertreten. Und all diese Organisatoren schaffen es offenbar nicht, einen Welterbetag zu gestalten. Dieses kleine aktuelle Beispiel hat noch einmal bestätigt, und Herr Krüger sagt das ja auch, dass die Regierung mehr in den Zugzwang genommen werden muss. Und dieser Antrag vor 2 Wochen richtig war. Wir von der AfD-Fraktion wollen hier Aufmerksamkeit schaffen, dass es noch sehr viele Baustellen gibt auf dem Wege zum Welterbestatus. Oder sollte man besser sagen, es gibt eben keine Baustellen. Und wenn man sich dann konkret anschaut, welche Maßnahmen bisher getätigt wurden, dann ist das nicht viel. Einige Geldversprechungen wurden gemacht, um den Antrag zu unterstützen. Das war auch wichtig. Auch etwas an kleinen Projekten der Welterbevereine wurde finanziert. Ich habe mal die Projekte und geförderten Stellen addiert aus der besagten kleinen Anfrage meines Kollegen. Ich komme auf 386.564,28 €, die seit 2010, das sind also über 11 Jahre, in die Hand genommen wurden, um die Stadt Schwerin, den Welterbeförderverein und Pro Schwerin zu fördern. Wenn man bedenkt, dass beispielsweise für das Polarium im Rostocker Zoo fast 12 Millionen € ausgereicht worden sind, dann ist das ein ziemlicher Kleckerbetrag, um Touristen anzulocken. Aber es fehlt irgendwie der große Plan. Es fehlt noch deutlich an der Klarstellung des universellen Wertes für die Weltgemeinschaft. Natürlich ist Schwerin wunderschön. Der Antrag Residenzensemble Schwerin, Kulturlandschaft des romantischen Historismus für die Tentativliste, der 2013 durch den Kunsthistoriker Dr. Christian Oddersbach ausgearbeitet wurde, ist klar formuliert und völlig plausibel. Aber die Mitwettbewerber sind derzeit beispielsweise auch Neuschwanstein und andere bayerische Adelsresidenzen. Auch die alte Synagoge und Mikwe in Erfurt hat gute Karten. Ebenso steht ein weiteres Naturerbe, die alpinen und voralpinen Wiesen- und Moorlandschaften auf der Kandidatenliste für die Jahre nach 2021. Seit 2018 wissen wir, dass die UNESCO vor allem um Glaubwürdigkeit und Ausgewogenheit bemüht ist. Nur noch ein Antrag
darf pro Nation pro Jahr beim Welterbekomitee eingereicht werden. Die Titel sollen nicht mehr inflationär ausgereicht werden. Was auch fehlt, das ist ein klares Ziel, wie wir auf die Touristenströme und steigende Nachfrage nach Lern- und Kulturprogrammen reagieren wollen. Wie signalisieren wir der UNESCO, dass die Bevölkerung hinter dem Ziel steht, wenn wir nicht einmal politische, investive und wirtschaftliche Fakten von Bedeutung schaffen? Von Bedeutung schaffen, Herr Krüger. Die Stadt Schwerin und der Oberbürgermeister Dr. Badenschier ist jedenfalls sehr überfordert. Die Schweriner Stadtkasse ist ohnehin komplett leer. Nun fehlen Millionen an Steuereinnahmen dank der Lockdown-Politik. Zu allem Übel kommt noch, dass die Corona-Restriktionen und das langsame Öffnen des Tourismus und der Gastwirtschaft dem privaten Sektor zugesetzt haben. Investitionen und Zeit für städtisches Engagement fehlen gerade bei Hoteliers, touristischen Dienstleistern und Gaststättenbetreibern. Meine Damen und Herren, meine Fraktion fordert daher 3 Punkte. Wir brauchen organisatorische Hilfe und finanzielle Mittel, um die Erreichung von Zielkriterien für den Welterbestatus nicht zu gefährden und die touristische Infrastruktur zu fördern. Nichts wäre peinlicher, als wenn wir auf den letzten Metern scheitern. Zweitens, wir fordern eine Ausschreibung für eine Studie, die erforscht, wie hoch der touristische und wirtschaftliche Nutzen und Aufwand unter welchen Maßnahmen des Landes und der Stadt Schwerin ausfallen könnte. In einer persönlichen digitalen Runde der Schweriner AfD-Stadtfraktion mit dem Oberbürgermeister wurde dies deutlich. Zwar wisse man, dass es erheblichen Aufwuchs an touristischen Aufkommen geben wird, aber eine ungefähre Zahl konnte man nicht abschätzen. Auch die Landesregierung konnte daraufhin nicht sagen, welche Auswirkungen der Status haben könnte. Wir sollten aber schon wissen, ob es hier um 1 Million neue Besucher jährlich geht oder um 100.000 und unter welchen weiteren Prämissen und Maßnahmen des Landes und der Stadt Schwerin. Ziel einer solchen Studie könnte es auch sein, dass kommunale Angelegenheiten wie der Lärmschutz in der Innenstadt oder Parkmöglichkeiten von Fachleuten geprüft werden. Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hätte es zum Beispiel, wenn die Touristen nachts länger draußen sitzen können? Wie viele Parkplätze braucht die Stadt noch zusätzlich? Fordern wir jetzt schon frühzeitig, eine rechtliche Prüfung vorzunehmen und Gespräche mit der Stadt zu führen, inwieweit eine Aufnahme in die Bäderverkaufsverordnung rechtlich zulässig und seitens der Schweriner Verwaltung erwünscht ist. Wir alle kennen die kommunalen Prozesse und die Dauer solcher Entscheidungen. Wir von der AfD-Fraktion fordern klar, dass die Schweriner Innenstadt sonntags öffnen darf, wenn dort viele Touristen von außerhalb flanieren. Dies wäre enorm wichtig für den Einzelhandel, die Stadtkasse und eine Hilfe gegen Arbeitslosigkeit. Kommen wir zum Fazit. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie dieses Projekt nicht aus den Augen verlieren. Insbesondere die Schweriner Landtagsabgeordneten, die Kulturministerin und die Ministerpräsidentin sollten hier etwas aus dem Schlaf erwachen. Stimmen Sie unserem Antrag zu und helfen Sie der Stadt dabei, weltweit bekannter zu werden und wirtschaftlich ein wenig aufzusteigen. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Ich danke für die Aufmerksamkeit.